Einen wunderschönen guten Tag, meine lieben Sportsfreunde auf Maverick TV. Mein Name ist Maverick Berlin und es steht der fünfte Tag der Europameisterschaft auf dem Tagesprogramm. So, zuallererst gehen dicke Grüße an Igor raus. Ja, Igor, Dickerchen, Alter, du lieferst den Hatern auch in den Kommentaren noch so Steilvorlage, ja, dass die jetzt denken, MAV geht so mit seinen treuen Anhängern rum, ja, Brudi, alles unter Kontrolle, Onkel hat alles notiert, ja, Grüße werden selbstverständlich vorgelesen und jetzt hatten die Hater wieder bla 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 bla. Einfach den Onkel das nächste Mal privat kontaktieren über Instagram und lässt dich alles regeln, ja. Der Onkel bekommt ja nicht drei Nachrichten pro Tag beziehungsweise in einer ganzen Woche wie die Hater, sondern drei pro Minute. Deswegen kann man hier und da mal etwas übersehen. Ja? So gesehen. Grüße von Igor gehen raus. Die werden jetzt vorgelesen. Igor grüßt zum Abschluss Fedja, Fjodor, Pizdapol, Pidaras, Urod. Meinen Industriemechaniker, er soll auf Arbeit weniger Erwachsenenfilme schauen. Grüße ihn raus. Ja? So, Freunde, dann. Keiner hat das richtige Resultat bei all den drei Spielen gestern hervorgesagt. Deswegen wird auch heute keiner gezeigt bzw. erwähnt. Dann, Freunde, ja. Eine kurze Analyse zu den drei Spielen, die wir gestern gesehen haben. Rumänien, Ukraine, unfassbar. Und ich muss sagen, ich habe ja die Ukrainer schon gegen Polen gesehen. Und schon dort, ja, waren die ziemlich schwach. Ja. Gegen Deutschland haben die, glaube ich, auch 0-0 gespielt, ne? Also, das war irgendwie so, ja, die haben mich jetzt auch nicht vom Hocker gerissen. Ich dachte, es ist halt nur die Testphase und bei der Euro werden sie dann das zeigen, was sie eigentlich zeigen wollen. Ja? War aber 0,0 der Fall. Ja? Lunin von Real Madrid, grottenschlechten Tag, eine klare 6. Was für Fehler der abgezogen hat. Ja? Und die Rumänen. Jetzt geht's wieder los, Freunde, hier mit die Nase und Schnupfen. Immer bei den Videos, sonst immer alles okay. Deswegen erstmal Getränk zum Video. Mio Mio, Mate Ginger. Ja, auf euch. Und die Rumänen mit dem kleinsten Kaderwert unter 100 Millionen. 92, 94 Millionen Kaderwert. Unfassbar euphorisch. Das war ja das Rumänien, wie 1994 bei der WM in den USA mit George Hagi. Ja? Unfassbar, was für ein Elan, wie die an diese Partie herangegangen sind. Da gab es diese eine Szene nach dem 3-0, glaube ich, wo der rumänische Fan einfach weint. Ja, die Kamera geht auf sein Gesicht, der weint einfach vor Glück. Unfassbar, wie Rumänien sich präsentiert hat. Ich habe ja Stanciu, Mișca, Stanciu habe ich ja erwähnt. Dreh- und Angelpunkt vorne, unfassbarer Kracher, unfassbares Angeltor, ja, unfassbare Direktabnahme, zweiter Schuss auch von weit, ja, unfassbar super Weitschüsse und dann nochmal das dritte Tor nachgelegt, 3 zu 0, sorry Jungs, Ukraine einfach keine Chance gelassen und die Stimmung ist mal hier wieder Bombe, ja. Wenn Vater hier EM-Studio macht, läuft wieder die Nase und alle machen eine Bombenstimmung hier drumherum. Ja? So, jetzt kann es endlich weitergehen. Und ja, einfach nur 1A, so startet man ins Turnier. Ja? Deswegen sage ich auch, man muss sich den ersten Spieltag anschauen, wie ist wirklich jeder in Form, weil es ist schwer jetzt.
Tipps abzugeben, einfach so ins kalte Wasser. Ja, weil man hat die Teams jetzt beim Turnier noch nicht gesehen und da kann man nur das, was man liest und was man von der Vergangenheit aus kennt, mit diesen Informationen und diesen Ereignissen kann man arbeiten. Aber das ist, wie man sieht, nicht immer der richtige Fall. Ja? Weil, wie man jetzt wieder gesehen hat, an dem Fall Rumänien und gleich kommt der nächste Fall mit der Slowakei, ja, kann man sich mächtig ins Bein schneiden. Ne? 1A-Partie, super, dass Rumänien wieder in einem Achtelfinale zu sehen sein wird, in einer K.O.-Runde wie 94. Ja? Glückwunsch dazu an alle und an Hadji die Legende. Dann, Freunde, das nächste Spiel war Belgien gegen Slowakei. Und ja, geheim, Favorit Belgien, geheim. Ja, geheim. etwas Schlechteres habe ich ja schon von den Belgiern gesehen. Ich glaube, das war jetzt nicht so viele Turniere her, wo sie sich auch aus der Vorrunde verabschiedet haben mit so einem grottenschlechten Fußball. Bei der WM, glaube ich, in der Katar. Ne? Und das ist wieder mal die Fortsetzung. Unfassbar schlecht. Ja. Natürlich wird ein Tor nicht gegeben, beide Tore werden nicht gegeben, aber auch zu Recht, Abseits und Handspiel. Ja, aber was für Chancen dort verballert wurden und von Lukaku vor allem. Also ich muss sagen, Lukaku, ja, wie er die 85 Tore für Belgien erzielt hat, weiß nur der Fußballgott. Und man muss sagen, Lukaku ist der Einzige, der das Meer vom Strand aus nicht treffen würde beim ersten Versuch, ja. Und ich muss sagen, hätte Lukaku damals auf Tupac geschossen, ja, hätte Tupac letzte Woche seinen 53. Geburtstag schön feiern können. Ja, also das ist ja unfassbar, was der Junge sich bei den Turnieren für Belgien leistet. Das ist ja unfassbar. Ja, das ist unfassbar. Ne? Ich denke immer an die tollen Stürmer, die Belgien so hatte wie Luc Nilis. Ne? Die hätten sich diese Chancen nicht ergehen lassen. Ja? Unfassbar schlecht. Und die Slowaken, ein Schuss, Abpraller, direkt abgenommen, Tor, war kein Abseits. 1-0, dann einfach super gekämpft, super auch mitgemacht, super auch agiert, auch eigene Ballpassagen und Zeiträume gehabt, wo sie den Ball pflegen und versuchen nach vorne ein bisschen zu antworten. 1A, verdienter Sieg. Ja, wer so gegen Belgien spielt, der hat sich die 3 Punkte verdient. Grüße gehen raus an die Slowakei. Der Ostblock war an dem Tag richtig drauf, muss man sagen, mit Rumänien und der Slowakei. Glückwunsch dazu. Und dann das Abendspiel, wo ich gesagt habe, ich rechne mir viel aus von Österreich und so ist es gekommen. Ja, Baumgartner muss das Ding machen. Österreich hat gezeigt, dass sie hier um den Sieg mitspielen wollen. Sie haben sofort die Initiative auch ergriffen und haben einfach mitgespielt. Das war nicht dieses Spiel, wir stellen uns rein und warten auf Konter. Und das hat Polen auch schon gegen Holland so gemacht. Ja, nicht dieses, hat der Trainer auch gesagt, wir wollen da mitspielen, wir wollen dieses Spiel gewinnen und so musst du gegen die großen Nationen rangehen. Genauso wie Österreich nicht hinten reinstellen und auf Konter. Die haben einfach auch Initiative ergriffen und haben auch gesagt, ey, wir stürmen jetzt über super Ballpassagen nach vorne und das Potenzial haben sie. Ja. Leider muss Baumgartner da das 1-0 machen vor dem Eigentor und bei dem Österreicher Wirbel. Oder Wirbel, ne? Muss man sagen, ja, man kann das jetzt mit einem weinenden und einem lachenden Auge sehen. Bro, zum Glück bist du kein Kolumbianer, ja? Deswegen kann man das auch einfach so hinnehmen, ja? Sehr, sehr bitter. Er versucht unglücklich zu klären und bedenkt man, dass man so das Spiel dann auch bis zum Schluss mit diesem Eigentor verliert gegen Frankreich, den Vize-Weltmeister, davor Weltmeister und hier auch einen der engen Favoriten, ist das sehr, 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 sehr bitter. Ja, auch nochmal die Schlussoffensive und auch in der zweiten Halbzeit. Also ich muss sagen, natürlich verpasst Mbappé das hundertprozentige 2-0.
ja, was ihn dort geritten hat, diese Chance sich entgehen zu lassen. So kennt man ihn nicht, ja. Und schaut mal, was für ein Schicksalsschlag das gestern war, ja. Mir läuft die Nase im Video, ja, und der Turtle erleidet einen Nasenbeinbruch, ja. Ich hatte zwei und ein Jochbeinbruch und da blutet man so. Ich wusste sofort, wo ich sein Gesicht gesehen habe, dass sie das mit dem Tampon nicht stoppen können, dass dort was durch ist, ja. Und ja, jetzt wird der Turtle seine Maske anziehen müssen, ja. Aber die wird ihm gegen Polen nicht weiterhelfen, ja. Nicht weiterhelfen, die Maske, sage ich jetzt schon. Ja, das dritte Spiel mit dem Maskentürtel gegen Polen, das wird ein Highlight der Gruppenphase, Freunde. Ja, Mbappé bricht sich die Nase und ja, gute Besserung, Turtle. Und jetzt würde ich mal sagen, Freunde, gehen wir mal ja, in die Prognose rüber, ne? Wie es so schön heißt. Und eine kleine Änderung haben wir heute. Heute gibt es kein 15 Uhr Spiel. Heute ist Abschluss der Gruppenphase mit der letzten Gruppe, der sechsten Gruppe, und zwar mit dem Anfang ab 18 Uhr erst mit der Türkei gegen Georgien, und das Abendspiel ist heute Portugal gegen Tschechien. Und ich muss sagen, die Türken sind außer Form. Ja? Ich habe die ja gegen Polen ein bisschen beobachten können, und außer ein bisschen Einzelaktionen, so hier und da mal was, war es jetzt auch nichts, was sie dort gezeigt haben. Die letzten Länderspiele, ich glaube fünf an der Zahl, sind sie ohne Sieg. Ja, also außer, wenn ich mir die Namen anschaue, einen Kalanoglu mit 86 Länderspielen, 18 Tore, Dreh- und Angelpunkt, ja, sehe ich da nicht viel. Natürlich den super talentierten Arda Güler. Muss man auch erstmal gucken, wie der junge Mann sich bei so einem Turnier gibt, ja, von Real Madrid. Aber im Ganzen ist das jetzt auch nichts, wo man sagt, Georgien klein, die Türkei wird darüber fahren, ja. Und Georgien sensationell qualifiziert. Und ich sehe bei Georgien so ein bisschen eine Kopie zu dieser Albos-Mentalität, ja. Heißblütig, alle werden anfeuern, dort wird es die erste EM, da sind alle und die haben ihren Maradona, Kvaratskhelia von SSC Neapel, ja, 30 Länderspiele, 15 Tore, und Kasia, der 36-jährige Abwehrrecke mit 113 Länderspielen und drei Treffern, die Erfahrung hinten. Und so wie in den Playoffs werden sie eins machen. Sie werden mauern und versuchen dann durch Einzelaktionen, ja, hier können sie nicht mitspielen mit der Türkei. Sie werden da durch Einzelaktionen versuchen, mit einem Konter, mit einem langen Ball, mit einer individuellen Einzelaktion durch Kvaramadona, dort vielleicht die Führung oder nah ans Tor zu kommen. Ja, die Türken werden natürlich technisch versierter sein und zu ihren Chancen kommen, aber wir wissen, die Türken tun sich gegen kleinere manchmal sehr, sehr schwer. Ja? Und ich sage, heute kommen sie nicht durch. Ja? Ich sage, die Georgier werden heute alles reinpacken ins Tor, was sie nur haben, mit dem Platzwart, Bus und noch den Physiotherapeuten plus drei Torhüter, und sie werden die Null mauern. Vorne wird es gegen die Türkei auch nicht zu einem Tor reichen. Für mich eine ganz klare minus 2,5 Partie, ja, mit einer 1,77er. Ich würde hier sogar auf minus 1,5 Tore gehen. Zwei Treffer werden in dieser Partie nicht fallen. Mit einer 3,40er, ja. Für mich ist das beide Treffen nein, mit einer 1,85er. Und ich muss sagen, mit einer 3,80er nehme ich hier das 0 zu 0 Remis mit. Ja. Türkei trennt sich von Georgien nach einem vielleicht nicht langweiligen, aber kampfbetonten Spiel, wo sie die georgische Mauer nicht durchbrechen werden, mit einem Unentschieden, mit einem 0 zu 0. Und dann kommen wir zum Abendspiel, Portugal gegen Tschechien, und Portugal, ja, wir wissen, ja, der Europameister von 2016 mit Ronaldo, dem Anführer, 39 Jahre, der bei seiner sechsten EM mit dabei ist, ja, Rekord, 6 EM-Turniere muss man sich erstmal auf der Zunge zergehen lassen. Dann haben wir einen PP hinten, ne, den Agro-Pitbull, der ist 41
137 Länderspiele, 8 Tore. Dann haben wir einen Cancelo, den wir kennen. Dann haben wir einen Bruno Fernandes, 67, 22. Dann haben wir einen Bernardo Silva, 89, 16. Dann haben wir einen João Felix, 39, 8. Ne? Die sind alle offensiv versiert, technisch erfahren. Bei den besten Clubs in Europa spielen sie. Bloß Ronaldo nicht. Der ist in der Wüste mit 39, aber auch diese Weltrekordzahl von 207 Länderspielen. Heute kommt Länderspiel Nummer 208. Das ist eine unfassbare Zahl. Manche Profis kommen nicht auf so viele Ligaspiele in der ganzen Karriere, Liga-Vereinsspiele. Und der hat 207 Länderspiele und auch Weltrekord 130 Länderspieltreffer. Unfassbare Zahlen. Und ja, Portugal wird natürlich die Tschechen hier dominieren, aufgrund der Technik, aufgrund der Erfahrung, aufgrund der Turniererfahrung, aufgrund der Qualität, ja. Aber wir wissen, der tschechische Fußball, der ist nicht zu unterschätzen. Das ist auch in Anführungsstrichen ein Fußballland und sie haben Schick vorne. Schick, der EM-Schick. Letztes EM-Turnier hat er super Tore erzielt und ich glaube, diesmal wird er auch treffen. Der hat 38 Länderspiele, 19 Tore. Also jedes zweite Länderspiel macht er ein Tor. Und ich sage, das wird eine knappe Entscheidung. Portugal wird es mit einem knappen 2 zu 1 und vielleicht einer Fehlentscheidung oder viel, viel Glück machen am Ende. Ja, die Tschechen werden alles reinwerfen, wie die Slowaken, ja, und werden den Portugiesen das Leben so schwer wie möglich, nur schwer machen. Und ich sage, 20, 25 bis 30% ist das ein Remisspiel. 70% knapper Portugal-Sieg. Ich entscheide mich auf das Quäntchen Glück für Portugal, obwohl ich den Tschechen zumindest ein Unentschieden wünsche, ja, und sage, Portugal gewinnt dieses Spiel mit 2 zu 1. Ist nur eine 1,45er Quote auf Portugal. Ich sage, beide treffen 1,75er und die zwei wichtigsten Quoten sind: Ronaldo, ja, wird bei diesem Spiel kein Tor erzielen. Ja, ich weiß die Quote jetzt nicht, habe ich mir nicht notiert. Schreibt sie mir unten in die Kommentarleiste. Ja, was glaubt ihr? Nicht was glaubt ihr, sondern wie ist die Quote? Jak mi jest ciężko się skoncentrować. Wie die Quote für Ronaldo trifft nicht ist. Ja, schreibt sie mir unten in die Kommentarleiste. Und eine sehr, sehr wichtige, lukrative, sehr stabile, gute, hohe Quote ist die 420er-Quote für ein Tor Schick. Ich sage, das tschechische Tor wird Schick erzielen mit einer 420er-Quote. Und dann wünsche ich mir natürlich, gebt zu den beiden Partien eure Tipps ab. Wenn ihr mit dem Resultat exakt richtig liegt, werdet ihr dann morgen in meinem Studio öffentlich hier erwähnt von mir, beziehungsweise auch in schriftlicher Form eingeblendet. In diesem Sinn, ich bedanke mich für jeden Daumen hoch, für alle, die Tipps abgeben, für alle, die einen schönen Kommentar da lassen. Ja, gehen wir in den schönen fünften EM-Tag. Ich gehe erstmal Fußball spielen, da das 15-Uhr-Spiel ausfällt. Und dann komme ich schön nach Hause, schön was Knackiges wird dann gegessen und dann lehne ich mich zurück und genieße das 0 zu 0 zwischen der Türkei und Georgien, bevor dann am Abend die zwei Rentner Ronaldo und Pepe die Bühne stürmen. In diesem Sinne, mein Name ist Maverick Berlin, ihr wart auf Maverick TV, Peace out und ratatatata, macht die Geldziehmaschine, yeah!